Herzlich willkommen zu einem neuen Upcycling-Video. Ich verarbeite heute wieder mal einen Kaffeesack und eine alte Jeans und wir machen daraus eine solche Handtasche, von der Größe her auch ideal zum Einkaufen. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir doch bitte ein Abo da und verpasst keines meiner neuen Videos. Ja, als Außenstoff möchte ich ganz gerne den Kaffeesack mit Jeans kombinieren. Das heißt, auf der einen Seite vom Außenstoff ist Kaffeesack, auf der anderen Seite ist Jeans verarbeitet. Dann machen wir uns den Zuschnitt. Wir brauchen von dem Kaffeesack in der Breite 50 und in der Länge 43. Und die gleiche Größe brauchen wir auch vom Jeansstoff. Wenn ihr die Möglichkeit habt, euren Kaffeesack draußen im Freien zuzuschneiden, dann macht es doch, weil ich kann euch nur sagen, der löst sich extrem auf und es ist eine Riesensauerei drinnen. Ich habe mir jetzt zudem noch aus einer alten Jeans nochmal ein gleich großes Stück zugeschnitten wie mein Kaffeesack. In einem anderen Video habe ich aus dieser Jeans mal einen Turnbeutel gemacht. Kann ich euch gerne unten in der Infobox auch verlinken, falls ihr das Video von mir anschauen möchtet. Und für den Innenstoff habe ich ein altes Bettlaken verwendet, ein ganz dünner Baumwollstoff. Der hat die gleiche Größe wie mein Außenstoff. Dann legen wir uns den Außenstoff einmal rechts auf rechts übereinander. Ich habe hier noch eine Tasche, das soll auch oben sein, dass der Schriftzug, wenn ihr einen habt, auf eurem Kaffeesack auch zu lesen ist dann. Legen wir uns rechts auf rechts übereinander und nähen hier einmal mit einem Geradstich außenrum. Und ganz wichtig beim Kaffeesack ist zu versäubern, damit sich das nicht auftrennt. Das heißt im Anschluss noch mit einem großen Zickzackstich außenrum. Dasselbe machen wir beim Innenfutter. Das legen wir uns so übereinander und nähen einmal die Seiten ab. Ganz wichtig dabei, wir lassen uns eine Wendeöffnung von ca. 15 cm. Jetzt kommen wir auch schon zu unserem Boden. Wir nehmen dazu unseren Außenstoff, ziehen uns den hier so auseinander, dass diese Naht auf dieser Naht aufliegt. Das kann man hier mit den Fingern gut spüren. Ziehen uns das so auseinander und messen uns einmal von der Naht aus zu jeder Seite 5 cm ab. Markieren uns das mit einem Stift oder Stoffkreide und nähen das einmal ab mit einem geraden Stich und versäubern wieder dann, nachdem wir es abgeschnitten haben, mit einem Zickzackstich, dass sich das wieder nicht auftrennt. Wenn ihr fertig seid, sollte das Ganze dann so ausschauen und ihr verfahrt mit den restlichen Ecken genauso und genauso auch bei den Ecken vom Innenstoff. Jetzt können wir uns die beiden Stoffteile einfach mal zur Seite legen. Wir kommen zu den Henkeln. Dazu habe ich ein altes Hosenbein von einer alten Jeans aus einem anderen Upcycling-Projekt noch übrig und schneide mir hieraus die Länge von 75 cm und Breite 10 cm. Davon brauche ich zwei Stück. Ich habe jetzt meine Henkel mit der schönen Seite nach innen aufeinander gesteckt und nehme jetzt zwei Seiten ab. Einmal hier eine kurze Seite und die lange Seite mit einem Geradstich und wende mir das Ganze dann mit einem Kochlöffel. Und weil es mir besser gefällt, nähe ich jetzt meine fertigen Henkel nochmal hier mit einem Geradstich ab und hier auch auf beiden Seiten. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt sehen. Meine Henkel sind dadurch, dass ich noch zwei Nähte hingemacht habe, richtig schön glatt geworden. Als nächstes wende ich mir unseren Außenstoff einmal.
und steckt den so, wie er ist, in den noch rechts auf rechts gedrehten Innenstoff. Dann stecke ich mir hier die Nähte aufeinander und fixiere das Ganze mit Stoffklammern. Und dann bringen wir unsere Träger an. Dazu messe ich mir hier von den Seiten jeweils 10 cm rein und lege die hier so auf. Und ich möchte, dass noch ein kleines Stück rausschaut, weil das kann ich mir später noch schön festnähen dann. Also sollte ein bisschen rausschauen und dann stecke ich mir hier auf gleicher Höhe jeweils vorne und hinten meine Träger fest. Schau, dass die nicht verdreht sind, dass die dann später richtig rum sind, wenn wir das Ganze durch unsere Wendeöffnung wenden. Und wenn ich die Träger dann auf beiden Seiten richtig rum festgesteckt habe, nähe ich mir einmal hier mit einem geraden Stich außenrum. Dann habe ich mir jetzt einmal hier, wie gesagt, außenrum genäht und jeweils bei den Trägern bin ich einmal rückwärts und wieder nach vorne und habe dann weiter genäht, dass die einfach ein bisschen fester sind. Dann wenden wir uns das Ganze mal. Meine Wendeöffnung habe ich jetzt hier ganz knappkantig abgenäht. Das sieht man gar nicht, ist ja der Innenstoff. So, dann können wir das Ganze nach innen stülpen. Und ich möchte jetzt noch ein bisschen Stabilität in den Henkeln erreichen. Das heißt, wenn ich das drinnen habe, nähe ich mir einmal noch hier außenrum mit einem geraden Stich außenrum. Und bei den Henkeln einfach nochmal entweder in einem Viereck mit dem Kreuz innen drinnen, wenn ihr das möchtet, oder einfach nochmal hin und zurück mit diesem geraden Stich drüber. Und dann ist unsere Handtasche auch schon fertig. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Nachnähen und freue mich, euch bei meinem nächsten Video wiederzusehen. Bis dann, ciao!